What's up, guys? Hier ist euer Patrick und Adrian ist gerade im Badezimmer. Oh, da kommt er. Da ich ja gestern nicht gefilmt habe, gehen wir heute mal, weil wir wollten noch Wein besorgen, weil wir kriegen ja heute Besuch aus Deutschland, Adrian seine Mutter. Und da gehen wir jetzt mal eben in ein Alkoholgeschäft. Ja, yeah, oder? Ja. Yeah. Alkoholgeschäft, so über Deutsch. Könnte man sagen, übersetzt, ja. Also die verkaufen Wein und so da. Ja, das ist ja typisch, wie ihr schon bestimmt wisst, dass es ja den Alkohol hier in den Läden gibt, also in extra Läden. So, und ja, dann nehmen wir euch einfach mal mit, den Weg und so, da werden wir gut gemütlich hinspazieren. Dann mache ich einfach daraus ein Video. Und falls du halt noch nicht abonniert hast, abonniere meinen Kanal und vergesst nicht, die Benachrichtigung zu aktivieren. Und ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß dabei. Natürlich auch mit Adrian. So, dann lass uns mal losgehen. Apropos, ich muss mich erstmal ein bisschen anziehen hier und so frisch machen, bevor ich so losgehe. Also, ja. So, wir haben uns jetzt frisch angezogen, geduscht und werden uns jetzt auf den Weg machen. Dann ziehen wir uns jetzt eine Schuhe an und dann geht's los. Nicht irgendwie. Hey. Ja, wir machen mal eben noch das Licht aus und dann starten wir unseren gemütlichen Spaziergang, weil das ist hier ziemlich in der Nähe, so wie alles eigentlich hier. Muss man eben die Schuhe hier zumachen. Ja, wir sind gerade im Clubhaus und hier kann man immer schön die Wasserflaschen auffüllen und das machen wir immer, wenn wir spazieren gehen, füllen wir dann immer unsere Wasserflaschen auf. Ziemlich praktisch. Ja, und da steht dann auch hier wie viele. Ja, da siehst du denn die. Und das hat so einen Sender, dann kannst du einfach auffüllen. Dann. Also sehr praktisch. So, wir sind dann angekommen. So, wir sind jetzt, oder gehen da mal eben rein. Da darf man natürlich nicht filmen, glaube ich. Deswegen hören wir mal eben auf mit der Kamera. So, wir haben die Flasche Wein jetzt besorgt und sind schon wieder auf dem Parkplatz auf dem Rückweg. Und wir freuen uns echt schon auf heute Abend, weil, wie gesagt, da kriegen wir den Besuch oder die Mutter. Ja, freuen mich schon. Ja, sie sitzt jetzt im Flieger und fliegt hier rüber. Und dann werden wir, ich weiß nicht, heute oder ich denke mal eher morgen die Flasche Wein trinken. Und die dann mal genießen. Wir hatten schon lange keinen Wein mehr, also. Ich hoffe, der schmeckt. Das ist jetzt so ein. Ich zeig dir den, wenn wir zu Hause sind, mal. Ja. Und ja, der hat jetzt 6,99 gekostet. Mal gucken, ob der schmeckt. So, wir machen uns dann mal jetzt wieder auf den Weg und gucken mal, ob wir noch irgendwas Spannendes hier sehen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und guck mal, was wir uns noch besorgt haben unterwegs. Einmal, weil die gibt es in Deutschland ja nicht, nee. Die Corn Dogs. Das sind ja Hot Dogs gefüllt mit Teig. Also das Teig um die Hot Dogs. Ja, meine ich, ja. Das Teig so, gefüllt mit Hot Dog. Ja, die werden wir uns jetzt gleich mal eben schnell machen. Ja, die sind so gut. Und mal gucken, wie die schmecken. Wie gesagt, die gibt es nur hier. Und nicht in Deutschland, die kennt ihr ja nicht. Ja. Mal gucken, wie die schmecken natürlich. Und dann habe ich noch Garlic Toast. So, und dann haben wir, die wollte ich ja euch zeigen. Zieh mal eben ein bisschen. Wir haben einmal den Wein hier geholt. Das ist ein süßer Wein. Und wie gesagt, der hat jetzt 6 oder 5,99. Ja. Irgendwie so um den Dreh gekostet. Ja, den werden wir dann, ich denke mal, morgen abprobieren. Ja. So,
Dann lass uns mal den Ofen starten und warten, bis die Corn Dogs fertig sind. So sehen die einmal aus. Sehen aus wie Eisstiele. Oder Eiscreme. Ja. An den Stielen. So, die werden wir dann gleich, musst du auf 350 vorheizen. Jetzt ist es auf 100 und dann packen wir die im Ofen und warten dann. Wie viele Minuten müssen wir warten? 14 Minuten. So, der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Wir packen die jetzt rein und dann müssen wir 14 Minuten warten und gucken, wie die schmecken. So, wir gucken mal eben in der Zwischenzeit, wie die schon mal aussehen. Schön goldig schon. Wow. Yummy. So. Die sind jetzt fertig. Wir holen die jetzt einmal raus. Oh, die riechen. Wow. Ja, die riechen sehr gut. Wow. Sieht gut aus. Die werden wir jetzt einmal reinhauen. Oder ich habe die ja noch nie gegessen. Ja. So, da wollen wir mal einen probieren hier. Lecker. Lecker? Mhm. Mmh. So sehen die von innen aus. Mmh. Man kann das Honig. Die haben jetzt, die große Packung hat jetzt 16. 5,99 habe ich gekostet oder 49? 5,99. 16 Stück. Ja, sind 16 Stück drin, ja. Nein. Die schmecken richtig gut. Deswegen ist das Preis auch wert. So viel schneller. Ja. Ich glaube, wir werden es in Ruhe mal eben aufessen und dann sehen wir uns bestimmt gleich. So, da geht er. Tschüss. 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 Er ist jetzt auf dem Weg zum Flughafen. So. Er macht jetzt einen Roadtrip nach New York. So. Er ist jetzt unterwegs und das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Thumbs up und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren, damit du dann kein Video verpasst. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Wochen Adrian seine Mutter da. Mal gucken, was wir für Videos da noch drehen mit ihr, wenn sie mit rein will. Bye bye.